Mein Name ist Sophia Zieger. Ich bin mittlerweile seit über 3 Jahren bei Stuffbase und war zuvor selbst in der internen Kommunikation tätig. Ich habe eine Mitarbeiter-App eingeführt und kann mich auch noch sehr gut daran erinnern, wie die ganzen Prozesse dahinter waren und was es auch damit macht, wenn man daraus ein Intranet machen möchte. Und heute wollen wir tatsächlich gar nicht so sehr über das Thema Mitarbeiter-App sprechen, sondern über das ganz große Thema Intranet. Mit dabei habe ich meinen Kollegen Tom Künzer, der wird sich zur späteren Stelle nochmal selbst vorstellen, aber nur, dass ich schon mal wissen, Sie werden von uns beiden heute etwas zu hören bekommen. Hallo. Genau. Ja, hallo Tom, schön, dass du da bist. Ja, danke. Selber. Ja, vielleicht mal ganz kurz zu Beginn für diejenigen, die vielleicht Stuffbase an sich schon mal hier und da gehört haben, aber sich mal fragen, was ist denn jetzt Stuffbase eigentlich wirklich? Viele sagen ja, es ist eine App. Andere wiederum sagen, es ist ein Intranet oder ein Newsportal. Manche wiederum sagen, es ist eine klassische Teams-Integration, womit man wunderbar auch die Mitarbeiter am Schreibtisch abholen kann. Für viele Unternehmen, gerade auch in Kanada oder in Nordamerika, ist es ein Newsletter-Tool, womit man wunderbar seine E-Mail-Newsletter an seine Mitarbeiter verschicken kann. Ja, und vielleicht für manche Produktionsmitarbeiter ist es auch eine sogenannte Digital Signage-Lösung, weil man eben über einen großen Bildschirm in der Produktionshalle genauso gut seine Informationen abrufen kann. Das heißt, Sie sehen schon, es ist ja gar keine ganz klare Definition, wenn man das jetzt so an dieser Stelle betrachten würde. Was wir tatsächlich sagen, ist, dass Stuffbase ein sehr, sehr großes Content-Management-System ist, womit Sie all diese verschiedenen Kanäle, die drumherum sind, wunderbar bedienen können. Und zwar das aus einem einzigen Content-Management-System. Sie können damit also eine Kommunikationsplattform schaffen, die weit mehr ist als das klassische Intranet, was wir bisher kennen, nämlich das, was wir meistens am Desktop aufrufen, sondern Sie können damit eine Kommunikationsplattform erstellen, womit Sie eben ganz viele verschiedene Kanäle erreichen können und damit sicherstellen, dass Ihre Nachrichten auch die Mitarbeiter dort erreicht, wo die Mitarbeiter sich den ganzen Tag befinden. Sei es eben in der Produktionshalle, bei einem Digital Signage Monitor oder eben, wenn man im Teams lebt und arbeitet, dass Sie dort genauso gut Ihre Nachrichten platzieren können. Ja, wenn wir mit Kunden oder mit Unternehmen ins Gespräch gehen, stehen die in der Regel aktuell vor einer großen Herausforderung und es ist meistens damit begründet, dass sie ein neues Intranet suchen. Und die Probleme, die sie mit dem aktuellen Intranet haben, weshalb sie sich überhaupt auf die Suche machen, bestehen oder sind meistens die folgenden drei, die sie hier sehen. Es ist zum einen, dass ein Intranet schwer administrierbar ist. Das liegt vor allem daran, dass es ganz oft in der Ownerschaft von der IT liegt. Das heißt, es ist entweder eine selbstprogrammierte Lösung oder aber die Lösung ist so customized, dass die interne Kommunikation es sehr schwer hat, selbst Anpassungen vorzunehmen. Das zweite Problem ist, dass es in der Regel nicht zugänglich für alle Mitarbeiter ist. Also wenn Sie sich vorstellen, dass Sie vielleicht auch Mitarbeiter haben, die gar keine E-Mail-Adresse haben, die vielleicht auch überhaupt gar keinen Zugang zu einem Intranet am Schreibtisch haben, für die sind die Informationen meistens abgeschnitten. Das heißt, hier haben wir schon ganz oft so eine Zweiklassengesellschaft, die Leute, die Informationen bekommen und diejenigen, die keine Informationen bekommen. Und das wollen gerade ganz viele Unternehmen tatsächlich verändern. Und das dritte große Problem, was unsere Ansprechpartner aus anderen Unternehmen uns mitteilen, ist, dass das Intranet oft unübersichtlich ist und überladen ist. Es liegt vor allem daran, dass dort ganz oft auch Informationen geteilt werden, die mit einzelnen Projekten zu tun haben, beziehungsweise überladen in dem Sinne, dass ich als Mitarbeiterin Informationen sehe, die für mich eigentlich gar nicht mehr notwendig sind. Also beispielsweise Standort-News von Standorten, an denen ich gar nicht tätig bin. Und das führt natürlich dazu, dass man sich immer fragt, ja, okay, welche Aufgabe hat denn jetzt eigentlich ein Intranet? Wie kann man diese Probleme lösen? Gerade auch vor dem Hintergrund, dass ja Teams in den meisten Unternehmen jetzt mittlerweile eine sehr starke Rolle spielt und dort die Kollaboration stattfindet. Und damit wird die Frage, welche Aufgabe hat ein Intranet, natürlich nochmal sehr viel bewegender und essentieller, diese zu beantworten. Was wir sehen ist, dass ein Intranet vor allen Dingen dazu da ist, dass es Informationen bereitstellt für die Mitarbeiter,
Wissen auch vielleicht teilt zu bestimmten Themen und ich einfach dort über die aktuellen Nachrichten, was mich betrifft, was im Unternehmen abgeht, was an meinem Standort stattfindet, was vielleicht auch in Abteilungen passiert, dass ich all diese Informationen dort finde. Und da sehen wir aktuell zwei Ansätze, die es Ihnen ermöglichen, genauso eine Kommunikationsplattform zu schaffen. Entweder Sie nutzen ja die Desktop-Darstellung, das Frontend von Stuffbase, oder aber Sie sagen, wir haben SharePoint im Einsatz, das ist unsere Intranet-Lösung und dann nutzen Sie einfach das Frontend von SharePoint. In beiden Fällen haben Sie die Möglichkeit, auf das Content-Management-System von Stuffbase zuzugreifen und in beiden Fällen bekommen Sie auch eine mobile Mitarbeiter-App mit ausgehändigt. Das heißt, Sie haben die Option, alle Mitarbeiter zu erreichen, auch die, die bis dato keinen Zugang zum SharePoint-Intranet haben, nämlich über die App. Und Sie können auf der anderen Seite aber auch das SharePoint, was Sie jetzt im Einsatz haben, was Sie als Internetlösung platziert haben, nutzen oder eben das Frontend von Stuffbase. So, das war jetzt eine ganz kurze Vorrede, aber ich weiß, Sie sind wahrscheinlich sehr gespannt, wie denn die Plattform in echt aussieht. Und genau das soll Sie jetzt auch in den nächsten Minuten erwarten. Dazu springe ich mal einfach eine Seite weiter und Sie sehen jetzt auf der rechten Seite die Desktop-Darstellung und auf der linken Seite mein persönliches Handy. Was ganz essentiell ist bei dem Intranet, dass es ein Ort ist, der Transparenz bietet, der Identifikation auch schafft, der Klarheit bietet und der aber auch Interaktion fördert. Weil genau durch diese Interaktion entstehen Ideen, entsteht Austausch, Silos werden runtergebrochen und Innovation kann tatsächlich auch entstehen. Und dieser Ort der Identifikation findet erstmal mit einem sogenannten Branding statt. Sprich, dass diese gesamte Oberfläche in dem Look and Feel von Ihrer Firma ist. Sie haben ja jetzt schon recht viele Beispiele gesehen von anderen Unternehmen. Das heißt, Sie können auch einschätzen, hoffentlich, welche Möglichkeiten es gibt. Das, was Sie jetzt sehen, ist erstmal eine ganz klassische Demo-Umgebung. Auf der linken Seite sehen Sie aber auch mein gespiegeltes Handy. Und daran erkennen Sie auch, dass diese Apps, die Ihren Mitarbeitern zur Verfügung gestellt werden, dementsprechend auch schon gebrandet im App Store zur Verfügung stehen. Das sorgt einfach dafür, dass es einen sehr hohen Wiedererkennungswert gibt für Ihre Mitarbeiter. Das heißt, wenn Ihre Mitarbeiter im App Store nach Ihrem Unternehmensnamen suchen, findet ihr auch die App mit Ihrem Logo. Sie können nach der Session einfach mal spaßeshalber in den App Store gehen und die MyBiWa-App suchen oder die MyMRN-App, da werden Sie feststellen, dass Sie nirgendwo Stuffbase sehen, sondern es wirklich die App von den jeweiligen Unternehmen ist. Das erstmal zum Thema Branding. Ein weiterer Punkt ist das Thema Personalisierung. Und Personalisierung ist etwas, was zum Beispiel schon bei der Menüstruktur anfängt. Das heißt also, wir hatten ja gerade eben gesagt, dass es sehr oft überladen ist, halt jetzt war ich schon ein Klick zu viel, dass es sehr oft überladen ist in der Navigation. Was wir quasi sehen, ist, dass eine Navigation auch direkt auf die Bedürfnisse des Mitarbeiters angepasst sein kann. Sprich, dass ich die Location finde, die für mich relevant ist. Dass es mir in der Sprache angezeigt wird, die ich spreche. Na, wenn Sie jetzt zum Beispiel in Finnland arbeiten, da könnte man die komplette Navigation auch in Finnisch ausspielen oder in Spanisch oder wie auch immer. All das bedeutet schon, dass es etwas personalisiert ist. Der weitere Punkt ist, dass diese Personalisierung oder diese Navigation genauso gut auch auf dem Handy sichtbar sein muss. Weil das Handy an sich ist letztendlich ein weiterer Ausspielkanal Ihres Intranets und keineswegs, wie mein Kollege Tom immer so schön zu sagen pflegt, die kleine hässliche Schwester von dem großen Intranet auf dem Schreibtisch. Danke, dass ich mir dafür deine Worte leihen darf, Tom. Sondern es ist wirklich tatsächlich eins zu eins die gleiche Möglichkeit, dass Sie das Intranet in der Hosentasche für Ihre Mitarbeiter zur Verfügung stellen können. Wir haben natürlich auf einem Desktop viel mehr Platz. Deswegen können wir hier auch mit Flyouts-Menüs arbeiten. Das haben wir natürlich auf einem Handy nicht. Aber wir haben immer die Option, gleiche Absprungspunkte zu schaffen. Wir hatten hier vor uns ein bisschen auch darüber gesprochen, wo findet denn Kollaboration statt? Welche Aufgabe hat ein Intranet? Wenn Sie jetzt sagen, ein Intranet dient vor allen Dingen der Kommunikation und der Information, muss es ja immer eine sogenannte Schnittstelle geben zu den externen Tools, wo dann die Arbeit oder die Kollaboration stattfindet. Und diesen Absprungspunkt können Sie entweder genauso gut auf dem Desktop abbilden, aber eben auch schon auf dem Handy.
Und ich glaube, das unterstreicht wirklich sehr, sehr gut, dass es nicht die kleine hässliche Schwester ist, sondern wirklich eins zu eins die gleiche Umgebung. Genau. Wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen, wir hatten gerade über das Thema Information gesprochen, dann geht es vor allen Dingen darum, dass man auch Informationen bereitstellt, die nicht im täglichen Tagesgeschäft gebraucht werden, sondern auf die ich vielleicht hin und wieder mal zurückgreifen muss. Das kann zum Beispiel das klassische Mitarbeiterhandbuch sein oder wie hier Employee Handbook. Und was wir sehen ist, dass dieses Handbuch natürlich genauso gut auch auf dem Handy gut dargestellt werden muss. Allerdings eben in einer viel besser optimierten Darstellung, weil wir dort weniger Platz haben. Aber der Funktionalitätsanspruch, den wir haben, wenn wir zum Beispiel über solche Absprungspunkte reden, der muss eins zu eins der gleiche sein, weil man nur dann den Mitarbeitern wirklich den Service zur Verfügung stellt und diese Zweiklassengesellschaft auflöst und allen Mitarbeitern den gleichen Zugang bietet. Jetzt haben wir ein bisschen über Seiten gesprochen. Was wir natürlich als ehemalige Kommunikatorin sehe, aber wahrscheinlich Sie als Vollzeitkommunikatorin, ist das Thema Nachrichten. Nachrichten ist ein ganz, ganz wichtiger Teil eines Intranets. Und es ist wahrscheinlich auch so, dass Sie hauptsächlich für die sogenannten Top-Nachrichten zuständig sind. Das sind meistens die, die man ganz oben sieht. Damit ist sichergestellt, dass keiner irgendwie in Ihren News-Bereich eindringt und irgendwie Katzenvideos die aktuellen Stakeholder-Updates überschreiben, sondern dass das, was für Sie relevant ist oder für den Mitarbeiter wirklich ganz relevant ist, immer ganz oben angezeigt wird. Wenn wir über Relevanz sprechen, dann geht es gar nicht so sehr nur um die Top-Nachrichten, sondern eben auch um Nachrichten, die darunter stattfinden. Also zum Beispiel Nachrichten, die mein bestimmtes Department angehen, meine Abteilung oder eben auch mein Team. Es kann aber auch genauso gut die klassische Social Wall sein, weil die Social Wall sind meistens die Inhalte, die die Mitarbeiter bewegen, wo viel Leben stattfindet und was von den Mitarbeitern dann selbst auch erstellt werden kann, auch direkt übers Handy. Das heißt, hier haben wir wirklich einen Kanal, der sowohl von oben nach unten Informationen bereitstellt, als auch von unten nach oben. Jetzt sind Sie wahrscheinlich alle in der internen Kommunikation so fest verankert, dass Sie wahrscheinlich weniger die klassischen Social News erstellen, sondern tatsächlich Nachrichten, die Top-Nachrichten, also die ganz großen Unternehmensnachrichten angehen. Und was wir tatsächlich sehr oft hören, ist, dass Kommunikatorinnen, auch wenn sie ein Intranet neu gestalten wollen, ein Intranet lebendiger gestalten möchten, sehr viel mehr Emotionalität reinbringen wollen. Und genau aus dem Grund kann man das zum Beispiel, wie wir es eben gerade auf dem Desktop gesehen haben, jetzt links auf dem Handy, auch mit sogenannten Animationen unterstreichen. Sie können aber auch genauso gut Videos einbinden. Oder wie gesagt, die Kommentare und die Kommentare auf Kommentare sorgen dann letztendlich natürlich auch für eine sehr viel mehr oder für eine höhere Lebendigkeit, weil dort natürlich dann auch viel mehr Interaktion stattfindet, man Mitarbeiter untereinander vernetzen kann und dort der Austausch einfach viel mehr gefördert wird. Wenn wir mit Kommunikatoren reden, stehen sie oft vor der Herausforderung, dass sie sagen, unser Intranet wird genutzt, wahrscheinlich, vielleicht, eigentlich wissen wir es nicht. Und eigentlich würden wir aber gern wissen, ob die Inhalte, die wir dort publizieren, auch gut ankommen. Sie als Redakteure oder Administratoren haben immer die Möglichkeit, sich Statistiken anzuschauen. Also sowohl direkt auf dem Handy als auch direkt auf dem Desktop, auf der Desktop-Oberfläche. Und daraus können Sie ungefähr schon ablesen, wie viele Besucher habe ich denn, wie oft wird der Kanal oder der Artikel angeschaut. Sie können auch sehen, wer hat ihn denn geliked. Und Sie können vor allen Dingen auch messen, wie hoch war denn meine Reichweite. Auf das Thema gehe ich auch gleich nochmal in Kürze ein. Jetzt hatte ich kurz einen Hänger in meiner Rede. Ja. Ein weiteres wichtiges Feature, was, glaube ich, zu Beginn gar nicht so präsent ist, aber was dann im täglichen Doing sehr oft einen hohen Mehrwert erzeugt, ist tatsächlich die Möglichkeit, dass man auch direkt von dem Handy aus den Artikel bearbeiten kann. Ja, stellen Sie jetzt zum Beispiel vor, Sie haben irgendwie einen Text geschrieben, speichern den, schicken den ab, gehen vom Schreibtisch und merken, da ist irgendwie ein Typo drin. Oder irgendwie muss doch noch was abgeändert werden. Dann können Sie natürlich jederzeit sagen, ich bearbeite den Artikel, der wirklich wichtig ist, der ganz oben steht,
mit dem mobilen Endgerät. Und Sie müssen nicht erst zurück zum Schreibtisch rennen. Schlimmster Fall ist, Sie sind Freitagabend, haben den Artikel abgeschickt und merken, da ist irgendwas schiefgelaufen. Dann hätten Sie das ganze Wochenende, wo Sie nichts machen könnten. So hätten Sie halt direkt die Möglichkeit, das von Ihrem privaten Telefon zu verändern. Selbiges gilt natürlich auch für den Desktop. Das heißt, Sie müssen gar nicht jedes Mal in das große Content-Management-System abtauchen. Aber auch natürlich gibt es hier die Möglichkeit, genau das zu tun. Und das würden wir an der Stelle auch einfach mal machen. Wir würden also von dem Artikel, den wir uns jetzt angeschaut haben, direkt zu dem Artikel springen, wo er im Content-Management-System aufgehangen ist. Und wenn ich jetzt nochmal links auf die Statistiken schaue, dann sehen wir, dass die Reichweite von diesem Artikel gar nicht mal so hoch war. Ne? Gehen wir jetzt davon aus, das ist ein Beitrag, der vielleicht auch sicherheitsrelevante Nachrichten an die Mitarbeiter verschicken soll oder wo jeder Mitarbeiter das auch lesen muss oder sollte. Dann haben Sie immer die Möglichkeit zu sagen, ich verschicke den Artikel nochmal. Entweder per Push, per Notifikation aufs Handy oder eben auch per E-Mail. Und das ist, glaube ich, hier das Wichtigste, wir wollen, dass die Mitarbeiter nicht überladen werden. Und Sie können hier ganz klar differenzieren, wer soll denn den Artikel nochmal lesen? Sollen es alle Mitarbeiter bekommen oder sollen es nur diejenigen sehen oder nur diejenigen auch die Push-Nachricht bekommen, die den Artikel bisher noch nicht gelesen haben? Ich würde das jetzt an der Stelle allerdings nicht machen, aber Sie sehen, es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit. Ein zweites, sehr, sehr wichtiges Anforderungskriterium, was wir immer wieder hören, ist das Thema Mehrsprachigkeit. Gerade für Unternehmen, die in ganz vielen Ländern vertreten sind. Nicht nur in Deutschland, sondern eben Europa, USA, wo auch immer. Dann gibt es in der Regel entweder die Option zu sagen, wir haben nur das Internet in Deutschland und wir wissen gerade nicht, wo was anderes stattfindet. Das ist also schon allein, das ist schwierig. Oder die zweite Herausforderung, die wir oft hören, ist, ja, wir müssen das dann alles händisch irgendwie übersetzen und wir geben das dann in den Übersetzer ein und es ist alles sehr, sehr umständlich und vor allen Dingen zeitaufwendig. Und damit Sie quasi auf der anderen Seite einfach Zeit sparen, haben wir hier die Option eingebunden, dass man auch einen Artikel automatisch in eine andere Sprache übersetzen kann. Ja, wenn wir jetzt vielleicht das Ganze mal in Französisch übersetzen, ich persönlich spreche überhaupt gar kein Französisch. Das heißt, ich bin auf einen externen Übersetzer angewiesen und könnte quasi jetzt sagen, ich übernehme die Inhalte. Das heißt, Sie müssen den Artikel nicht nochmal erstellen und er wird automatisch übersetzt. Ja? Und in Windeseile haben Sie dann letztendlich eine französische Darstellung, ohne dass Sie da sonst wie viel Aufwand reinstecken mussten. Jetzt ist immer die Frage, wie sieht denn diese Plattform dann in echt aus oder nicht diese Plattform, sondern dieser Artikel? Wenn Sie das jetzt zum Beispiel verschicken wollten, ist es immer gut, vorab einfach mal zu schauen, wie sieht das denn auf dem Endgerät aus? Zum einen mit der verschiedenen Sprache, als auch aber die Darstellung, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man will das Video sich vielleicht nochmal angucken oder man will einfach mal schauen, wie ist denn das Layout gesetzt, passt das alles so, wie ich das möchte, dann können Sie das sowohl auf dem Handy sich anschauen in der Vorschau, aber eben auch auf dem Desktop. Und wenn Sie dann auch sagen, das passt soweit, dann können Sie ihn quasi letztendlich nochmal verschicken oder eben veröffentlichen. So. Was wir auch mittlerweile sehr, sehr oft hören, gerade von Unternehmen, die sehr dezentral aufgebaut sind, die in der Regel verschiedene Kommunikationsteams an verschiedenen Standorten haben, vielleicht auch mehrere Kommunikationsabteilungen, dass sie sagen, ja, wir müssen uns irgendwie abstimmen. Und das Schlimmste, was eigentlich einem Mitarbeiter passieren kann, ist, dass er von allen Seiten Informationen bekommt, die er dann irgendwie verarbeiten muss und das gar nicht so sehr wirklich runtergebrochen ist und man sich keine Gedanken machen kann, wann denn was passiert. Ich selbst erinnere mich, als ich noch in der internen Kommunikationsabteilung gearbeitet hatte, gab es zum Beispiel auch noch keinen Redaktionsplan in dem Tool und wir haben das damals über eine ganz einfache Excel-Tabelle gemacht. Das ist natürlich unglaublich umständlich gewesen und vor dem Hintergrund hat StuffBits einfach die Option geboten, hier auch sehr viel mehr strategisch zu arbeiten und vor allen Dingen die Abstimmung über die einzelnen Teams hinweg zu vereinfachen. Ich würde Ihnen das ganz kurz mal an einem Beispiel demonstrieren. Wir haben jetzt hier einen Post auf der Intranet. Wir sind ja in dem englischen Reiter. Wir laden hier nochmal ein Bild hoch.
dass wir das einfach mal ein bisschen anschaulich sehen, wie so ein Artikel aussehen kann. Und ich möchte den jetzt aber noch nicht veröffentlichen, sondern ich möchte mir erstmal anschauen, okay, wie der in der Preview aussieht. Das ist das eine. Und das zweite ist, ich weiß auch noch gar nicht so genau, wann ich den veröffentliche. Wir hatten jetzt hier wieder die Preview, wir haben jetzt ja auch ganz bewusst keinen Text. Das heißt, es sieht noch etwas nackt aus, aber man bekommt erstmal einen Eindruck. Wenn wir jetzt zurückgehen, dann sehen wir hier, dass es auf Entwurf, also auf Draft gestellt ist. Und wenn Sie jetzt ein Team haben, wo Sie sagen, bevor hier irgendjemand etwas postet, möchten wir, dass erstmal verschiedene Entwürfe erstellt werden, sodass wir uns dann beispielsweise an einem Montag in der Redaktionskonferenz darüber austauschen können. Dann haben Sie die Möglichkeit, genau solche Entwürfe anzulegen, um dann später zu schauen, okay, welche Entwürfe gibt es denn und zu welchem Zeitpunkt sollte denn diese Nachricht eingestellt werden. Das heißt, da können Sie ganz einfach bei Track and Drop Ihre komplette Kommunikation für die gesamte Woche planen und sich auch genauer anschauen, in welchem Bereich findet denn tatsächlich was statt. Das heißt, Sie als zentrales Kommunikationsteam haben hier eine maximale Kontrolle darüber, was, wann, wo, wie stattfindet. Ein zweites wichtiges Kontrollinstrument sind die Statistiken, sprich die Aushörbarkeit. Wir sehen uns jetzt hier auf dem Handy, sehen wir immer noch die Kleinstatistiken, also so nennen wir die intern, sind die Kleinstatistiken, weil es gibt tatsächlich auch noch die großen Statistiken, die Analytics. Und diese Statistiken sind in der Staff-Based-Plattform schon integriert. Die sind also auch mit dem gesamten Content-Management-System logischerweise verbunden. Und Sie sehen genau, wie so Ihre Inhalte ankommen, wo was stattfindet. Sie können das auf verschiedene Tage runterbrechen. Sie können es nach verschiedenen Gruppen oder nach verschiedenen Kanälen auch filtern. Das heißt, Sie können hier wirklich sehr, sehr starke, granulare Auswertungen durchführen, sodass Sie am Ende des Tages auch genau sagen können, wo stehen wir jetzt, wo wollen wir hin, was müssen wir vielleicht tun. Aber auch auf der anderen Seite sagen zu Ihrem CEO, schauen Sie mal, die Strategienachrichten, die kommen in dem Format, wie wir es jetzt gerade haben, gar nicht so gut an. Wir müssen es vielleicht mal anreichen und damit können Sie auch wunderbar experimentieren und herausfinden, wie letztendlich Ihre Performance der internen Kommunikation ist. Wenn wir über das Thema Performance sprechen, dann reden wir auch ganz oft über das Thema, wie viele Mitarbeiter greifen denn überhaupt auf die Plattform zu. Und da sind wir bei einem Punkt, wo wir über das Thema Engagement sprechen. Es bedeutet letztendlich, dass wir auch Mitarbeiter mit haben oder den Mitarbeitern viel mehr Inhalte zur Verfügung stellen müssen, die Spaß machen. Keine Frage, eine News zu bekommen, die mich tatsächlich mehr informiert und auf das aktuelle Tagesgeschehen bringt, kann auch Spaß machen. Aber wir sehen ganz oft, dass das Thema Gamification ein riesengroßer Punkt ist. Weshalb quasi auch Kommunikatoren sagen, wir möchten eine eigene Plattform haben, um einfach viel individueller auf verschiedene Punkte eingehen zu können, um vielleicht auch mal einen Quizkalender mit einzustellen. Jetzt kurz vor der Weihnachtszeit wird tatsächlich der Adventkalender sehr gern genutzt. Und da möchte ich Ihnen einfach mal zeigen, wie einfach man sowas installieren kann, sodass Sie letztendlich auch einfach ein Tool haben, womit Sie dann sagen können, ich erreiche meine Mitarbeiter auf eine ganz spielerische Art und Weise. Ja, wir sehen jetzt hier zum Beispiel die Möglichkeit, dass man das mit verschiedenen Fragen, so eine Art Quizkalender machen kann, sodass Sie letztendlich, ähnlich wie bei einem Quizduell, wie wir es vorher von der App noch kannten, genau das auch in diese Plattform integrieren können. Wenn man jetzt noch ein schönes Hintergrundbild hätte, dann würde man das Ganze natürlich auch noch viel weihnachtlicher gestalten können. Aber so hätten Sie zumindest die Möglichkeit zu sagen, Sie können jetzt hier so eine Art Quizkalender machen, verschiedene Fragen hinterlegen und ein Gewinnspiel vielleicht auch dahinter legen. Tatsächlich ist dieser Adventskalender, so lapidar und einfach er sich anhört, das, was die meisten Kommunikatoren als die sogenannte sichere Bank der Reichweite bezeichnen. Einfach vor dem Hintergrund, weil sie sagen, dieses Tool sorgt dafür, dass die Mitarbeiter jedes Jahr aufs Neue zurück auf die Plattform kommen, um letztendlich das Gewinnspiel zu gewinnen und damit trotzdem wieder so ein bisschen mehr in die Interaktivität von der App eintreten. So, jetzt haben wir über ganz viele Dinge gesprochen. Zum einen über das Erstellen von Nachrichten, über das Content Management System als Ganzes, über das Thema Mehrsprachigkeit, über das Thema Engagement. Wir haben uns den Redaktionskalender angeschaut und auch die Analysen.
Ein wichtiger Punkt, den wir jetzt ganz zu Beginn besprochen haben, war das Thema Seiten. Und zwar diese Tatsache von langlebigen Seiten. Und auch das ist total einfach zu erstellen, indem Sie zum Beispiel hier eine Testseite anlegen. Das machen wir jetzt einfach mal. Und dass Sie dann zum Beispiel sagen, okay, ich möchte erstmal die Seite ja strukturieren. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und wenn Sie jetzt sagen, ich habe gar nicht so viele Programmierkenntnisse, was ich damals überhaupt nicht hatte, als ich in der internen Kommunikation gearbeitet habe, war ich froh, dass es zum Beispiel auch Möglichkeiten gibt, das einfach per Track and Drop sich zusammenzubauen, ohne dass man eben sonst so viel Zeit auch dafür braucht. Was tatsächlich sehr viel spannender ist, wenn wir uns das Ganze mal aus der Governance-Sicht angucken, nämlich aus dem Thema, wie strukturiere ich das denn, ist die Tatsache, dass Sie auch unterscheiden können, wo sollen denn die Inhalte tatsächlich angezeigt werden. Sollen sie nur auf dem Desktop eingespielt werden oder sollen sie auch auf dem Mobilgerät dargestellt sein? Das ist das eine. Und das andere ist tatsächlich das Thema Aktualität. Das ist auch etwas, was wir ganz oft von unseren Kundinnen hören, dass sie sagen, wir haben unglaublich viel in unserem Intranet. Da sind wir wieder bei dem Punkt, ein Intranet kann sehr überladen sein, weil sich dort oft noch Informationen ansammeln, die ja komplett outdated sind. Und da können Sie sich zum Beispiel für jede Seite einen Reminder schicken oder festlegen und sagen, ich möchte am Ende des Tages oder nach 6 Monaten eine Erinnerung dafür bekommen, ob diese Seite immer noch auf dem aktuellen Stand ist und gegebenenfalls Anpassungen vornehmen oder sie zum Beispiel genauso gut auch löschen. Also da gibt es letztendlich viele verschiedene Möglichkeiten der Governance. So, jetzt habe ich Ihnen hoffentlich einen sehr guten Einblick erstmal gegeben über das Content Management System. Es war tatsächlich erstmal so ein High-Level-Überblick. Man könnte jetzt auch noch 3 Stunden darüber sprechen. Wenn Sie sagen, dass, was ich jetzt gerade eben gesehen habe von den Möglichkeiten, die sich mit diesem Staff-Based Content Management System bietet, dass Sie sagen, es hört sich gut an, Sie würden damit gern arbeiten, aber Sie haben ein SharePoint-Intranet bei sich gesetzt, dann gibt es ja auch die Möglichkeit, und das ist nämlich die 2. Option, die wir sehen, dass man das eben wunderbar miteinander verbindet. Und ich denke, das ist ein wunderbarer Zeitpunkt, an Tom zu übergeben, der Ihnen jetzt, glaube ich, noch ein bisschen mehr dazu erzählen kann, wie man das wunderbar in die Microsoft-Umgebung übertragen kann. Super, danke Sophia. Genau. Vielleicht ganz kurz vorher, ich stelle mich auch noch mal schnell vor, das hatten wir zu Beginn ein bisschen auf später verschoben. Ich bin als Solutions Engineer bei Staffbase angestellt. Was bedeutet das im Endeffekt? Ich habe einen eher technischen Hintergrund und rede auch in ganz vielen unserer Kundenprojekte hauptsächlich mit der IT-Abteilung. Ja, also versuche da auch ein bisschen zu erklären, was wir machen, wie wir das machen, wie technische Anbindungen funktionieren können. Und genau aus dem Grund macht es total Sinn, diese Abteilung IT oder EDV oder wie sie bei Ihnen im Unternehmen heißen, mit an Bord zu holen. Denn was wir nicht wollen, ist die Kommunikation und die IT gegeneinander auszuspielen, sondern vielmehr die beiden Abteilungen zusammenzubringen und dort zu gucken, okay, wo haben wir denn Synergien, wo können wir denn zusammenarbeiten, was macht am meisten Sinn für unser Intranet. Im Zusammenhang damit, ich habe schon gerade gesehen, dass 2, 3 Fragen zwischendurch gekommen sind, die auch zum Teil sogar schon beantwortet worden sind. Da können wir gerne gleich nochmal genauer drauf eingehen. Ich glaube, vieles ergibt sich auch aus dem Kontext, den wir jetzt gleich sehen. Denn was ich mache, ich teile auch mal meinen Bildschirm. Und was man dort sieht, ist genau dieser Fall für die Option 2, die wir zu Beginn gesehen haben. Was bedeutet das? Microsoft 365 soll ausgerollt werden oder ist schon ausgerollt. Ja, und es wird von der IT gesagt, in den meisten Fällen ist es ja tatsächlich so, dass die IT diese Microsoft Rollouts betreut oder owned. Und dann sagt man, das ist unser Intranet. Da haben alle, die einen PC-Arbeitsplatz haben, Zugriff drauf. Ist meinetwegen die Startseite oder ist die erste Seite, die kommt, wenn ich meinen Computer starte und meinen Browser öffne. Und darin möchten wir gerne auch kommunizieren. So, jetzt haben wir hier, wie gerade auch schon, das Setup bei der Sophia, ne, links die Mitarbeiter-App, die tatsächlich von Staffbase kommt, rechts den SharePoint, ja, der ein Microsoft-Tool ist, und trotzdem haben wir die Möglichkeit, in diesem Multi-Channel-Ansatz, den wir ja ganz zu Beginn schon besprochen hatten, beides mit denselben Inhalten zu bespielen. Ja, das heißt, man sieht das hier schon ungefähr, okay, die Artikel, die 2, die man sehen kann, die erkenne ich dort wieder. Was hat denn das für einen Hintergrund? Das Wichtige ist, wir haben eine Plattform, in der wir Informationen, News einspielen. Ja, das ist das Staffbase Content Management System,
Von dort aus können wir jetzt sagen, das spiele ich auf die App raus, das spiele ich ins Intranet, E-Mail etc., die ganzen weiteren Kanäle. Der große Vorteil ist, wir brauchen keine Informationen irgendwie doppelt hochzuladen, einmal im SharePoint und einmal auf der App und dann nochmal eine extra E-Mail schreiben, sondern es ist eine Quelle für das Erstellen von News und es spielt auf allen Kanälen im Endeffekt sich aus. Was bringt uns das im Endeffekt? Wir sagen, dass diejenigen, die am PC-Arbeitsplatz sitzen, morgens ihren PC starten, ins SharePoint-Intranet eingehen, sagen können, ah, alles klar, es gibt irgendwie hier eine neue Information, ich kann mir die öffnen, sehe diese Information und die lebt nicht nativ im SharePoint. Ja, das heißt, das ist eine Stuff-Based-News, die im SharePoint dargestellt wird. Ich habe die schönen Features mit dazu, zum Beispiel zu sagen, ich gehe hier in Interaktion mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Ja, kann also sagen, ich kann einen Kommentar schreiben. Ich kann, wie wir das vorhin auch schon gesehen haben, sogar direkt auf einen Kommentar antworten. Mein Kollege, der hier auf Französisch einen Kommentar geschrieben hat, das stört mich überhaupt nicht. Das kann ich mir nämlich in meine Sprache, in dem Fall in Englisch, übersetzen lassen. Also habe ich sogar noch ein paar mehr Vorteile, die das Ganze hier mit sich bringt, die in Stuffbase sowieso hinterlegt sind. Ja, wenn man das Ganze jetzt vergleicht, häufig führe ich dann Gespräche, wo eine IT sagt, naja, SharePoint kann auch News und wir können dort auch irgendwie News hinstellen. Das ist richtig, aber SharePoint hat ganz andere Stärken. Ja, SharePoint ist im Collaboration, im Dokumentenmanagement sehr viel besser. Das wollen wir auch gar nicht ablösen. Was wir sagen ist, bitte setzt eine Unified Solution ein, ja, also eine einheitliche Lösung für das Thema News, die für alle Mitarbeiter verfügbar sind, egal ob sie eine Lizenz haben oder nicht. In die Richtung ging auch die eine Frage, braucht denn der Mitarbeiter, der jetzt nur über die App zugreift, braucht er eine Microsoft-Lizenz? Das ist natürlich die Frage, was man für eine App nutzt. Ja, also SharePoint bietet ja auch eine eigene App. Es gibt die Microsoft Teams App. Es gibt sogar noch weitere Apps von Microsoft, Yammer und was weiß ich nicht. Für diese brauche ich logischerweise eine Microsoft-Lizenz. Wenn ich jetzt das Setup nehme, dass ich sage, ich nehme die Staffbase-Mitarbeiter-App zusammen mit dem SharePoint Intranet Add-on, ja, dann brauche ich für die App keine Microsoft-Lizenz. Also die Blue-Collar-Worker, die Produktionsmitarbeiter, die tatsächlich nur über die App zugreifen, die brauchen keine Microsoft-Lizenz, denn die konsumieren ja nur Stuffbase-Content. Die brauchen logischerweise eine Stuffbase-Lizenz, ja, aber man braucht nicht für alle Mitarbeiter im Unternehmen sowohl eine Stuffbase-Lizenz als auch eine Microsoft-Lizenz, sondern man hat in der Regel ja sowieso nur für die Mitarbeiter mit PC-Arbeitsplatz diese Microsoft-Tools eingekauft. Die greifen weiterhin darauf zu, also hier auf diesen rechten Bereich, können dort genauso arbeiten und interagieren, wie sie das eben gewohnt sind. Aber sie haben den zusätzlichen Vorteil, dass sie zusammen mit den Produktionsmitarbeitern, die über die App zugreifen, auf dieselben Inhalte draufkommen und dort Kommentare schreiben können, sich gegenseitig verlinken können und so weiter und so fort. Das bietet einen ganz großen Vorteil. Einen weiteren Vorteil, den dieses SharePoint Add-in hier bietet, ist, dass es tatsächlich ja so ist, SharePoint früher schwierig zum Aufsetzen, ganz viel Customizing. Man musste da wirklich sehr viel Arbeit reinstecken. Und das ist auch heute noch so, wenn man sowas aufbaut, so eine Microsoft-Strategie, dann fließt da viel Arbeit rein, vor allen Dingen von der IT. Ja? Und eine IT sagt in der Regel, da müssen wir jetzt noch ein weiteres System einpflegen und das muss alles weiter gecustomized werden und da müssen wir zig Arbeitsstunden reinstecken. Der Vorteil ist von diesem Stuffbase-Add-in, was wir hier sehen, es hat eine sehr einfache Usability, die sich sehr eng an diese Modern Experience von SharePoint anlehnt. Das heißt, SharePoint ist ja heute schon viel einfacher zu bearbeiten. Wenn ich jetzt hier mal in so einen Editiermodus reingehe, damit man einfach mal sieht, wie kann ich denn das Ganze bearbeiten oder verändern, dann sieht man schon, okay, das ist genauso, wie ich das auch sonst schon kenne. Ich kann hier mir so einen einzelnen Bereich nehmen, kann sagen, okay, was für News sollen denn da reinlaufen? Da kommt das blöde Fenster. Was für News soll denn da reinlaufen? Möchte ich gerne einen bestimmten Kanal haben? Möchte ich gerne eine News-Seite, die aus mehreren Kanälen besteht, dort reinlaufen haben? Wie soll das im Endeffekt dargestellt werden? Nebeneinander oder in diesem Kachelmodus? Ja, ich kann das also sehr einfach anpassen mit einfachen Klicks. Und die Kanäle und auch die Gruppen, die im Endeffekt dahinter stecken, die kommen alle aus Stuffbase. Das bedeutet, auch der Produktionsmitarbeiter, der jetzt die News bekommt für seinen Standort, für seine Abteilung etc. pp., der hat ja in irgendeiner Form eine Zuweisung. Der weiß ja ganz genau, inwiefern die Informationen auf ihn zielgerichtet ausgespielt werden.
Dieses zielgerichtete Ausspielen findet dementsprechend natürlich auch in SharePoint statt. Ja, das heißt, dieselben Gruppen, dieselbe Informationsarchitektur, die dahinter steckt, bietet mir den großen Vorteil, ich muss es nicht doppelt pflegen. Ich muss nicht sowohl in SharePoint als auch in Stuffbase die Arbeit investieren, sondern die News, die über das Intranet ausgespielt werden sollen, kommen aus einer Quelle und werden dann in die verschiedenen Kanäle hinausgespielt. So. Das war mal ein ganz kurzes Roundup. Ich hatte gesehen, es gibt noch, es gab noch zwei weitere Fragen zu dem Thema Übersetzung. Das eine wurde ja schon beantwortet. Das heißt, wenn ich jetzt als Beispiel, ich muss jetzt gerade hier nochmal die Seite wahrscheinlich neu laden, weil ich einen Fehler bekommen habe. Das Thema Übersetzung wurde schon besprochen. Also der Microsoft-Dienst steckt im Endeffekt dahinter, bedeutet, dir selber einen Übersetzungsdienst zu schreiben, viel zu aufwendig, wäre das Ergebnis wahrscheinlich auch viel zu schlecht. Das heißt, man nimmt sich einfach einen der besten Übersetzungsdienste, die geliefert, die am Markt verfügbar sind, mit Microsoft Azure Translate. Bedeutet zum Beispiel auch, dass die Informationen, wenn man sich für ein Hosting in Deutschland beispielsweise entscheidet, auch den deutschen Wirtschaftsraum nicht verlassen. Also auch das ist ein ganz wichtiges Thema dabei. Und bietet uns die Möglichkeit, dass wir sehr schnell und sehr einfach eine richtig gute Qualität haben, nicht nur bei den Kommentaren, sondern eben auch bei den Artikeln, wie die Sophia das schon gezeigt hat, und uns dementsprechend ja das leichter macht, das Ganze mehrsprachig anzubieten. Wenn es jetzt darum geht, ganz konkrete Begriffe aufzunehmen, ja, das war eine Frage, kann ich firmenspezifische Übersetzungen anbieten? Das kann ich in der Form nicht, da wir auf ein standardisiertes Tool setzen. Das ist nicht anpassbar. Deswegen hat man da eben, wenn es jetzt wirklich was super Spezielles gibt, trotzdem die Notwendigkeit, das Ganze dann gegenzulesen, zu überprüfen, ist dort ein Fehler drin. Denn bei einer automatischen Übersetzung brauchen wir uns auch nichts vorzumachen, kann es immer zu Fehlern kommen. Der große Vorteil, den wir natürlich haben, ist, dass diese Übersetzungen ja nicht automatisch immer gleich veröffentlicht werden. Also gerade wenn ich einen Artikel schreibe, den ich in mehreren Sprachen übersetzen möchte, hatten wir gesehen, gibt es immer eine Vorschaufunktion. Ich kann das Ganze immer erstmal als Entwurf speichern, kann schauen, gibt es dort potenziell einen Fehler, kann ich den noch verbessern, kann ich das Ganze überarbeiten. Und erst wenn ich mir wirklich sicher bin, pushe ich das Ganze raus und habe das freigegeben für alle. So. Super, vielen Dank, Tom. Sehr gerne. Bevor wir in die offizielle Fragerunde eintreten, würde ich ganz gerne nochmal den Bogen schließen mit den Punkten, über die wir zu Beginn gesprochen haben, nämlich die Probleme. Und gleichzeitig für jedes Problem ist immer eine Lösung. Das ist ja das Schöne an Problemen, sie sind lösbar. Und wir hatten ja gesagt, es ist auf der einen Seite oder das aktuelle Problem ist, dass es sehr schwer administrierbar ist. Was Sie sich auf alle Fälle heute mitnehmen sollten, nach dem, was Sie jetzt in dieser Session gehört haben, dass es die Option gibt für ein intuitives, einfaches Content-Management-System für die interne Kommunikation. Es muss nicht schwer sein. Es kann super einfach sein. Es kann mit einem sehr, sehr geringen Schulungsaufwand einhergehen. Das bedeutet also nur, dass die Redakteure geschult werden müssen. Alle anderen werden nicht geschult, müssen auch nicht geschult werden, weil es eben sehr viel intuitiver bedienbar ist, sehr viel leichter, als es vielleicht ein SharePoint oder ein Microsoft an sich sein kann. Zweiter Punkt, was die Zugänglichkeit betrifft. Auch wenn Sie ein SharePoint-Intranet haben, so wie es der Tom gerade gezeigt hat, das Thema Lizenzen hat er ja auch angesprochen, bedeutet es nicht im Umkehrschluss, dass Sie Ihre Mitarbeiter nicht erreichen, die keine SharePoint-Lizenz haben, sondern Sie können es eben wirklich so aufbauen, dass es mobil erreichbar ist für alle, dass es im SharePoint integriert ist, dass es in Teams integriert ist. Das haben wir jetzt ein bisschen außen vor gelassen, aber das können wir sehr gerne in einem weiteren Meeting mal ansprechen. Also hier gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, dass Sie wirklich alle Mitarbeiter erreichen. Und der letzte Punkt war ja das Thema, dass es überladen ist, dass dort auch noch viel Kollaboration stattfindet, beziehungsweise, dass die Navigation gar nicht so aufgebaut werden kann, wie das für den einzelnen Mitarbeiter vielleicht tatsächlich notwendig ist. Die Lösung ist tatsächlich wirklich, dass sie sagen, man kann es personalisieren, man kann es gut strukturieren, man kann es so aufbauen, dass die Mitarbeiter nur das sehen, was für sie wirklich relevant ist. So, das war das Abschlusswort für diese Session. Und ich würde sagen, Theresa, damit steigen wir direkt mal in die Fragerunde ein. Danke, Sophia. Danke auch an Tom. Vielen Dank für eure tolle Demo, die so viele Einblicke in unser Intranet gegeben hat.
Die Teilnehmerinnen haben sicher selber schon gesehen, dass Sven Lindenhahn einige Fragen beantwortet hat, für die, die Sven noch nicht kennt. Das ist einer unserer Kollegen und er ist unser ultimativer Intranet-Experte hier bei Stuffbase und hat sich dann einigen Fragen einfach mal direkt angenommen. Dadurch hat sich unser Fragesammelsorium ein bisschen eingekürzt, aber lass mich kurz schauen. Wir hatten eine Frage nach Umfragen. Genau, Chris Erben möchte gern ein bisschen mehr über die Möglichkeiten zu Befragung und Peer-Feedback bekommen. Könnt ihr da noch mal bitte drauf eingehen? Ja, sehr gerne. Also die Möglichkeiten gibt es auf jeden Fall. Es gibt sehr, sehr viele Optionen, wie man eben so Peer-Feedback einsammeln kann. Das kann eine ganz einfache 5-Sterne-Bewertung sein. Das können aber auch große Umfragen sein. Wir haben in der Software auch ein umfangreiches HR-Tool mit implementiert, womit Sie eben wunderbar Umfragen auch wieder zielgruppenspezifisch zu verschiedenen Themen ausspielen können. Das ist eine Option. Kommentare, Likes ist ganz bei vielen Unternehmen auch eine ganz einfache und gute Option, sich Feedback einzuholen. Also hier gibt es von einem ganz, ganz kleinen Anwendungsfall bis hin zur ganz großen Lösung mit vielen Umfragemöglichkeiten alle Optionen. Wichtig ist natürlich, was man ganz oft vergisst, wenn man eine Umfrage einführt, muss man natürlich auch in der Lage sein, sie auszuwerten. Auch die Option gibt es, aber natürlich dann im dritten Schritt, und das liegt dann meistens auf der Kundenseite, dann auch die Umfragenergebnisse irgendwie ja implementieren oder was aus den Ergebnissen machen. Aber es ist auf jeden Fall immer sehr hilfreich, einfach mal das Ohr an die Masse zu bekommen, und das eben über ein ganz einfaches, über eine ganz einfache, simple Möglichkeit ohne Aufwand. Und trotzdem mit einem sehr, sehr großen Aha-Effekt. Ich hoffe, dass ich damit die Frage beantwortet habe. Tom, wenn du noch Ergänzungen hast, dann gerne. Ich könnte mal schnell eine zeigen. Wir haben ja noch ein paar Minuten. Dann mach Mach das das mal. gerne. Ich höre mal auf, meinen Cool. Bildschirm zu teilen. Ich hatte Genau. jetzt die Zeit gar nicht mehr so im Blick, aber wenn Ja, du sagst, wir haben ich noch denke fünf mal, Minuten, los geht's. Minuten Zeit. das ist ja auch immer noch was Schöneres, ne, wenn man mal schnell sehen kann. Ich gehe jetzt mal sowohl auf das Mobilgerät als auch auf den Desktop von Stuffbase ein, dass man genau das machen kann, was die Sophia gerade gesagt hat. Bedeutet, ich nehme mal als Beispiel auf so einer Startseite einfach mal einen Pulscheck zu sagen, so. Wie geht's dir heute oder wie findest du unsere Strategie? Sag doch mal von schlecht bis gut. Eine Frage ganz schnell gemacht. Genauso analog auch die Möglichkeit, das über so eine Sternebewertung zu machen, wie wir das auf dem Mobilgerät sehen. Das ist sowas für ein schnelles Feedback, wo man mal ganz schnell was abholen kann. Aber natürlich gibt es auch sowas wie Jahresumfragen, die natürlich sehr viel mehr beinhalten, die sehr viel mehr Fragen auch haben, wo ich ganz schnell sagen kann, klar. Das hat nicht nur eine, sondern vielleicht 5 oder 10 oder 30 oder 100 Fragen. Bitte tun Sie Ihren Mitarbeitern das nicht an, dass die 100 Fragen beantworten müssen, aber theoretisch wäre es möglich. Und man könnte dann nicht nur sagen, ja, hier, ich fühle mich heute gut oder würde ich euch als als Arbeitgeber empfehlen, ja, würde ich auch machen, ne, solche Dinge dort einzubauen, sondern es geht bis dahin, dass man auch Freitextfelder einfügen kann. Hier war auch irgendwo noch eins hinterlegt, genau, ne, dass man sagen kann, neben dem, dass ich was bewerten kann von 1 bis X, dass ich auch sagen kann, was ist denn deine Meinung dazu? Was würdest denn du verbessern wollen? Und ich kann hier jetzt einen freien Text reinschreiben. Was man hier auch gleich mitzieht, die Antworten sind vertraulich, ja, also auch natürlich die Möglichkeit, das Ganze anonym zu machen, dass ein Mitarbeiter auch ja offenes Feedback im Endeffekt geben kann. Und das, was die Sophia auch schon gesagt hat, diejenigen, die diese Umfrage verwalten, die wollen die ja auch auswerten. Ja, das bedeutet, über das Content-Management-System habe ich natürlich einen Überblick zu allen meinen Umfragen, die ich aktuell ausspiele. Dann kann diese Umfrage bearbeiten, sehe dort, ah, okay, das sind alles meine Fragen, die ich dort drin habe und kann mir eben die Ergebnisse ausweisen lassen. Ganz wichtig, in dem Fall sind hier nicht genügend Antworten vorhanden. Ne? Das ist auch wieder ein Privatsphärenschutz, wenn man sagt, okay, unter 5 Teilnehmer machen wir gar keine Auswertung möglich, denn dann können wir ja ungefähr wissen, wer das war. Das wollen wir gar nicht gewährleisten, sondern man gibt dann eine Zahl an, sagt, erst ab X Teilnahmen ist das Ganze überhaupt auswertbar. Bei so einer unternehmensweiten Umfrage kommt man natürlich sehr schnell darüber und hat dann hier die Möglichkeit, einfach ganz zielgerichtet darauf einzugehen und zu sehen, okay, wie sind die Ergebnisse meiner Umfrage und was mache ich im Endeffekt mit dem Feedback, was ich bekommen habe.